Ja, liebe Anwesende, lieber Herr Pfarrer Neidinger und mit Ihnen natürlich der Pfarrgemeinderat und alle, die aus der Gemeinde St. Josef gekommen sind. Sie sind ja die Bauherren, das heißt, es gibt auch große Bauherren, und Sie tragen gemeinsam mit uns und allen hier auch eine große Verantwortung. Sehr geehrte Frau Siemer und alle Leiterinnen und Leiter, wir haben hier ganz tolle Erzieherinnen. Macht es Spaß mit denen? Okay, dann mal einen Applaus an die Erzieherin, die das ganze Jahr. Dann haben wir viele, viele Gemeinderätinnen und Gemeinderäte da, weil der Kindergarten, der irgendwann entsteht, viele Diskussionen auch im Gemeinderat gab. Herzlich willkommen, sehr geehrte Gemeinderätinnen und Gemeinderäte. Auch die kriegen mal einen Applaus. Sie können ja mal winken. Es können noch alle winken, genau, wir haben viele hier. Ja, ich darf natürlich dann auch aus unserem Hause die Frau Michel besonders begrüßen, die das ja aus unserer Seite mit begleitet, und der Herr Gut und jeweils die entsprechenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Ämtern, die das Projekt aus ihrer Weise begleitet haben. Ich darf von Ihnen allen Dankeschön sagen, dass Sie so zahlreich gekommen sind, und ich darf ein Sprichwort, ein ganz einfaches Sprichwort zu dem heutigen Spatenstich sagen: Aller Anfang ist schwer. Und alle wissen hier, dass das für den Kindergarten St. Josef sicherlich geht und gilt, aber das Warten hat jetzt ein Ende. Mit dem heutigen Spatenstich, und wir sehen schon, es werden viele Spatenstiche, wird das Projekt im tatsächlichen Sinne handgreiflich, das teilweise schon Jahrzehnte in ihrer Pfarrgemeinde auf sich gewartet hat. Bereits beim Bau der Kirche war das Grundstück daneben für den Kindergartenneubau vorgesehen. Also, das ist eine lange Geschichte. Und wir wissen alle, Provisorien sind manchmal sehr lang haltbar. Im Jahr 99 hat der Kindergartenträger schließlich Sanierungsbedarf für das Kinderhaus angemeldet. Das heißt, dann wurde es konkret. Aber von 1999 bis heute 2013 sind es natürlich auch noch viele Jahre, die viele von Ihnen sehr tapfer begleitet haben. Aber jetzt zunächst einmal der Startschuss. Wir bauen einen sechsgruppigen Kindergarten, der das Kinderhaus St. Josef auch inhaltlich zukunftsfähig macht. Und ich glaube, das ist die wichtige Botschaft, die wir alle mitnehmen. Wir könnten auch den Tag hierfür nicht besser gewählt haben. Das war ein Wunsch der Pfarrgemeinde und auch des Kindergartens. Heute am St. Josefstag geht sozusagen das endlich auch baulich los. Und insofern glaube ich, dass der heilige Josef, vielleicht können wir im Kindergarten darüber mal sprechen, auch wirklich hier gut das Projekt begleiten werden. Irgendwann zwei Krippengruppen entstehen, bereits für Kinder ab ein Jahr, in dem Modell verlängerte Öffnungszeiten, wie ich es heute erfahren habe. Und es gibt natürlich, wie bisher, vier Kindergartengruppen, weil ja auch die Kinder, die jetzt schon da sind, umziehen werden. Kurze Wege, kurze Beine ist das große Motto, das letztendlich nach langem Ringen über diesem Projekt steht. Das heißt, wir wollen hier im Weststadtgebiet das Betreuungsangebot verbessern. Wir haben uns nicht nur aus Kostengründen, aber auch aus pädagogischen Gründen letztendlich entschieden, dass aber alle anderen Einrichtungen auch Krippen bauen sollen, Krippeneinrichtungen sollen, sodass die kurze Wege, kurze Beine für die Gesamtstadt gilt. Und bis es dazu gekommen ist, wissen Sie alle, hat es eine Weile gedauert. Mein Kollege Herr Bürgermeister Hockenberger hat mit sehr, sehr viel Tatkraft und ich denke auch mit einigen, vor allem Gemeinderätinnen, und ich glaube, ich trete niemandem so nahe, wenn ich sage, die Frau Birkle und die Frau Michel und noch zwei, drei waren die Ersten, die dafür gekämpft haben, so ist mir es gesagt worden, dass hier wirklich am 14. Oktober 2008 ein Auftrag verteilt werden konnte für einen siebengruppigen Kindergarten. Und dieser Auftrag wurde dann aber aufgrund der Probleme, dass man keine genug Krippenplätze hatte, auf einen neungruppigen Kindergarten erweitert.
und man hat auch die Kommunalentwicklung mit der entsprechenden Umsetzung beantragt. Die Architekten Bär, Stadelmann und Stöcker, die ich an dieser Stelle jetzt recht herzlich begrüße, waren dann die glücklichen Gewinner, weil sie einen ganz tollen Entwurf uns eingereicht haben und die entsprechende Jury auch entsprechend ausgewählt hat. Dann im Februar 2010 hat man auch entsprechend den ersten Preisträger mit der Realisierung beauftragt. Und nun verhehle ich nicht, kommen noch einmal schwierige Wochen, Monate, ja sogar über ein Jahr, weil das Projekt aufgrund der finanziellen Situation zunächst auf Halde gelegt wurde. Und als wir es dann sozusagen wieder aufgenommen haben, war zum Glück die Situation so, dass auch andere Einrichtungen mittlerweile Krippen hier am diskutieren waren, sodass wir sagen können, wir können es verantworten, nur einen sechsgruppigen Kindergarten zu bauen. Das war von Anfang an der Wunsch und insofern hat man nach vielen Jahren daraufhin zurückgeführt. Ich glaube, wir haben jetzt ein Projekt, das quartiersgerecht ist, das vor allem für die Gesamtstadt hier auch Raum lässt und vor allem, dass euch auch in der Gesamtanzahl der Kinder sehr viel Spaß machen wird. Aber jetzt sind wir ja noch nicht bei der Einweihung, sondern heute ist ja der Tag, wo es erstmal losgeht. Und deswegen natürlich vor allem der Blick auf diejenigen, die jetzt zu arbeiten richtig beginnen müssen. Das sind unsere Architekten, das sind die Bauleitungen und das sind vor allem die ganzen vielen Firmen, die in den nächsten Monaten hier dieses Gelände zu einem ganz großen, zu einer ganz großen Baustelle machen. Vielleicht könnt ihr mal vorbeikommen, dann müsst ihr aber aufpassen. Und dann wird so nach und nach bestimmte Gewerke entstehen. Es kommt zunächst eine Rohbaufirma, Streib aus Mannheim. Und der Herr Streib soll auch da sein. Ich begrüße Sie recht herzlich und wünsche natürlich unfallfreie Baustelle mit den Erdarbeiten. Bis Juni sollen dann die Erdarbeiten und der Rohbau stehen. Das ist ambitioniert und sicherlich sehr spannend, auch für die Bewohner aus der Nachbarschaft. Da gibt es was zu sehen. Dann wird die Bruchsaler Zimmerei Schmidt, die in Elementarbauweise vorgefertigte Holzfassade montieren. Dann gibt es Holzfensterarbeit von der Firma Schmiedle aus Bruchsal. Und dann gibt es sicherlich die ein oder andere Gewerk. Auf jeden Fall sind viele Handwerker da und ich glaube, das ist ein spannender Prozess. Wenn alles gut geht, und das hoffen wir natürlich, dann können wir bereits Ende des Jahres hier den Kindergarten einweihen. Aber wir sind froh, wenn wir einfach sagen können, bis Jahresende sind wir weitgehend hier mit den Bauarbeiten fertig. Und insofern gilt heute nur noch Danke zu sagen allen Beteiligten, die diesen sehr, sehr langwierigen, zum Teil nicht nur politisch, sondern auch sozialpolitisch nicht einfachen Prozess immer wieder mit dem genügenden Augenmaß, mit der Leidenschaft und vor allem mit der Freude für Kinder und Jugendliche, was Gutes zu errichten, begleitet haben, die sich nicht zu schade waren, auch ihre eigenen Beschlüsse schon wieder einmal auf ad acta zu legen, damit die Sache gelingen kann. Deswegen darf ich ausdrücklich nochmal Herrn Bürgermeister Hockenberger, den Gemeinderäten, Gemeinderäte, die über Jahre das Projekt begleiten, Dankeschön sagen. Herrn Pfarrer Neidinger mit Ihrem Pfarrgemeinderat, auch Sie haben sehr viel mit uns diskutiert. Frau Siemer, Sie haben nicht nur heute, sondern Monate immer wieder gebannt. Wir haben diskutiert. Ihnen danke für die Vergangenheit und allen Bauverantwortlichen wünsche ich natürlich gute Zusammenarbeit, erfolgreiches Entstehen und nicht nur unfallfreies Bauen, sondern natürlich auch ein gehaltvolles Bauen. Und ich hoffe und bin mir sicher, dass wir im neuen Jahr einen ganz tollen Kindergarten gemeinsam einweihen. Braucht ihr keine Schaufel mehr, da gibt es dann Spielsachen. Aber bis dahin hier Baustelle frei und gleich, wenn der Pfarrer gesprochen hat, geht es dann auch zum entsprechenden Sandhaufen. Dankeschön, dass Sie gekommen sind. Die Frau Oberbürgermeisterin hat alles so umfangreich schon gesagt. Und ich habe vorhin mit dem heiligen Josef noch gesprochen. Pünktlich um 2 hat er für Sonne gesorgt. Ich wusste nicht, wie lange die Oberbürgermeisterin spricht, also es hält gerade noch. Und deshalb möchte ich das Eigentliche tun, was mir heute ansteht, nämlich zusammen ein Gebet sprechen, auch im Blick auf die Baustelle, weil ich weiß, dass jeder Bau Gefährlichkeiten in sich birgt und man dann immer froh ist, wenn ein Bau unfallfrei aufgestellt wird. Vielleicht nur eine einzige Bemerkung, die ich vorhin so mitbekam.
Ich sah auch zum ersten Mal diese Pfosten mit den roten Spitzen. Das sind die Ausmaße des Kinderhauses. Und da habe ich mich auch gewundert, dass es doch recht nah an die Kirche drankommt. Das habe ich beim Bauplan so plastisch nicht gesehen. Das nur auch für euch, liebe Kinder. Der rote Pfosten, das ist vom Kinderhaus dann die Grenze hierher. Lasst uns also beten. Wir danken dir, Gott, für all diejenigen, die diesen Bau ermöglichen, sich so viel Arbeit und Vorbereitung gemacht haben und die dann mithelfen, das Kinderhaus zu errichten. Wir bitten dich, erhöre uns. Wir bitten besonders für die Familien, die von diesem Kinderhaus profitieren, dass sie sich mit uns allen über das neue Kinderhaus freuen. Wir bitten dich, erhöre uns. Wir bitten für alle Kinder, die in diesem zu bauenden Kindergarten eine Heimstätte finden werden. Wir bitten dich, erhöre uns. Wir bitten besonders auch für die Erzieherinnen, die in dem neuen Kindergarten wirken werden. Wir bitten dich, erhöre uns. Wir beten auch für alle Bauleute, dass sie die Arbeit sorgsam ausführen und den Bau gefahrenlos aufstellen können. Wir bitten dich, erhöre uns. Vater unser im Himmel. Dann machen wir das so ein, zwei Schaufeln und dann, Kinder, kommt ihr mit euren Schaufeln dazu. Die Stadt, genau. Aber vorher wird ein Lied gesungen, ja? Und die Eltern und all die mitgekommen sind, die ich an der Stelle recht herzlich begrüße, darf ich schon mal sagen, danach gibt es dann gleich was Warmes. Der Herr Eberle und sein Team hat was Tolles vorbereitet. Da sagen wir auch schon mal Dankeschön dafür. Und ihr kriegt nicht nur einen Spaten, sondern ihr habt sogar noch was ganz Tolles. Ihr kriegt lauter Handwerkkellen, ja, also das heißt, ihr könnt in Zukunft wirklich den Bau nicht nur begleiten, sondern ihr könnt auch im alten Kindergarten ein bisschen bauen. Das verteilen wir euch gleich, aber zuerst singt ihr und dann kommen die großen Schaufeln, die kleinen Schaufeln und dann alle zusammen in die Wärme noch für ein gemeinsames, nettes Plausch. In Ordnung? Ja? Okay, also. Das ist doch sonnenklar.
Dann kommt ihr. Darf der
alle, dass es ein langer Weg war. Ein langer Weg aus finanziellen Gründen, aber auch aus pädagogischen Gründen. Es gab die große Frage, wie viel Krippen verträgt eine Einrichtung, damit sie zukunftsfähig ist. Wir hatten in Bruchsal ja die Situation bis 2008, dass die meisten Träger keine Krippen einrichten wollten, sodass mein Vorgänger, der das übernommen hatte, zu realisieren, Herr Bürgermeister Rockenberger, entsprechend hier auch signalisiert hat, wir brauchen viele Krippengruppen und insofern wurde ein neunkrüppiger Kindergarten auf den Weg gebracht. Mittlerweile haben viele andere Einrichtungen auch ihre Verantwortung, Krippengruppen einzurichten, gemacht, sodass wir hier jetzt eine sechskrüppige Einrichtung hier realisieren können. Und ich glaube, das ist jetzt ein guter Kompromiss, weil wir insgesamt in der Weststadt genug Krippengruppen haben und in der Gesamtstadt an anderer Ort auch Krippen jetzt eingerichtet werden können. Insgesamt werden wir 3,2 Millionen Euro verbauen und wir hoffen natürlich, dass Kinder, Erzieherinnen und Eltern dann ab nächstes Jahr wirklich glücklich in dem neuen St. Josef sein können.